Der wollte gerade schon wieder nicht fliegen. Ah. So, nächster Schwung. Jo, hier liegt noch einiges rum. Mal gucken. Also so ein volles Inventar hätte ich schon ganz gerne. Nur so als kleiner Puffer. Wie gesagt, wenn wir da nicht mehr so viele Leitungen von brauchen, dann sollte es eigentlich reichen, was wir durch die Ore-Miner bekommen. Aber momentan brauchen wir halt einfach zu viel. Sollte nicht das Quarz mit kaputt gehen, wenn man einen Block daneben macht? Ja, okay. Farmcraft in der 1.10? Keine Ahnung. Ist aber auch so eine Modifikation, mit der ich mich nicht allzu sehr befasse, ehrlich gesagt. Warte mal, da können wir doch hier hin. Jo. Ja. So, Glowstone sollten wir noch genügend haben. Ach stimmt, wir können nachher bei der Wutfarmer schnell wieder die Blazes gegen eine Witch tauschen. Dann kriegen wir nämlich auch Redstone und Glowstone zusammen. Ist auch gar nicht so blöd, weil Blaze Powder oder Blazes haben wir erstmal genügend, oder diese Rods besser gesagt. Da kamen einige zusammen. So, mal kurz aussortieren. Ich schmeiß mal eben nur hier... Oh, Redstone, cool. Das Zeug da rein. Wie gesagt, wir machen eine Inventarladung voll mit Nether Quarz und dann soll das erstmal unser Puffer sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Leitung vielleicht... Die hier Cryo Stabilized Flux Leitung schon mal bis zur Speicherzelle durchbauen. Und auf jeder Etage, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, werden wir dann so eine Ender-IO-Conduit-Leitung abbauen, sodass quasi überall genügend Energie da ist. Ohne dass diese, ja ich sag mal, Energy-Conduits zu sehr gestackt werden. Also als Hauptenergieleitung halt die Cryo Stabilized und dann als Verteilung halt die Ender-IO-Geschichte. Ich denke mal, das sollte hinkommen. Actual Editions haben wir schon mal ein bisschen was gemacht, aber nur im Bereich Farm. Aber ich muss sagen, reizt mich jetzt nicht so. Was ich aber halt auf jeden Fall nochmal machen möchte, wäre Draconic Evolution. Und noch so ein paar andere Dinge. Also es gibt noch genügend Dinge, die ich mir eigentlich angucken möchte. Aber ich muss zugeben, momentan ist der Spaßfaktor bei dem Modpack nicht so hoch, weil halt so viele Sachen nicht funktionieren. Oder für Bugs sorgen, oder wie im letzten Stream zum Beispiel, mit den komischen Dingern. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach, Transfer Notes, genau. Die einfach mal gar nicht funktioniert haben und das Spiel abgestürzt ist. Das ist halt einfach kacke und das nimmt halt echt den Spielspaß raus. Und wie gesagt, wir gucken jetzt mal, was wir heute noch schaffen. Und werden vermutlich auch nicht allzu lange machen. So. Ah, geht wieder nicht. Und solche Geschichten. Zum Beispiel, ja, das ist halt einfach kacke und das nimmt ultra heftig den Spielspaß raus. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und mir ist nicht bekannt, dass der Angel Wing nur eine bestimmte Zeit funktioniert oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, er sollte dauerhaft gehen. Und genug Grid Power haben wir auf jeden Fall, mehr als genügend. Wir haben genug für 3 Angel Wings oder mehr. Vielleicht müssen wir uns auch einmal von Minecraft mal eine Pause gönnen oder so. Wenn man das mal so betrachtet, ich habe glaube ich genügend Folgen, um den restlichen Monat zu füllen. Vielleicht machen wir für diesen Monat einfach dann einen Minecraft-Break. Ja, die Folgen können wir trotzdem auf YouTube zum Nachschauen. Damit man da einfach wieder klarkommt und vielleicht kommt ja noch ein neues Add-on, oder Add-on sage ich schon, Update raus, was vielleicht noch ein paar Fehler behebt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe großen Respekt vor den FTB-Entwicklern, weil die wirklich viel Zeit und Mühe investieren, aber die kriegen ja im Prinzip auch nur das, was sie von den Mod-Entwicklern bzw. von Mojang geliefert bekommen. Und die können da beim besten Willen auch nichts für, ne? Wir hatten uns diese Flügeltiara von Botania mal gemacht, aber das ist ja halt nur so ein Flug over time, sage ich jetzt mal. Ist ja mit Zeit, die er halt zur Verfügung hat, also nicht endlos viel fliegen kann. Ja genau, Lenny schreibt's gerade, ja. Ich denke, wir werden dann, ja, wenn wir hier so weit durch sind,
und ein paar Kabel noch gebaut haben, Richtung City Skylines gehen. Ich nehme noch ein paar Stacks mehr mitkommen, wenn wir schon hier sind. Es geht wieder nicht. Ich habe das Gefühl, er braucht manchmal einfach eine Pause, aber das ist halt nicht Sinn der Sache. Halt, da ist noch was. Doch, die Wings, achso, die Wings meinst du, ja, keine Ahnung. Also die Flügeltiara, die backen ja auch. Da gibt es ja diesen Sprint nach vorne, den man quasi machen kann. Und der Zoom-Faktor von der Kamera, der rastet da komplett aus. Also es geht mal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Kommt überhaupt nicht klar damit. Also auch das ist einfach räudig. Haben wir den nächsten wieder gefunden. Oh oh. Hui. Ja, von Actually kann sein. Weißt du nicht, dass... Kein Plan. Ich riskiere das mal. Was unter Umständen natürlich auch noch funktionieren könnte, wäre die Draconic-Rüstung. Weil das habe ich ja mit Draconic Evolution sowieso im Blick, sage ich jetzt mal. Und die würde ich mir dann nachher bauen. Müssen wir mal gucken. Aber das wird noch ein Weilchen dauern, weil erstmal möchte ich noch so ein paar andere Sachen fertig bekommen. Und irgendwann müssen wir halt nochmal ein Haus bauen. So, ich glaube, das reicht. Kommen wir heil zurück. Achso, kann man nicht mehr fliegen mit der? Okay. Gab's da nicht ein Upgrade für? So, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder über 1000. Das ist schon mal ganz nice. Ja, ich meine auch, dass man mit der Draconic fliegen kann. Wir haben ja die Weavern haben wir ja an. Die kann er das ja nicht, aber die Draconic kann das meiner Meinung nach. Naja, egal. Hallo? Wo ist denn... Na, hat er wieder nicht geladen. Da. So. Gut, dann gucken wir nochmal nach. Kryo, Stabilized, Fluxduct. Kriegen wir 100 hin? Nee. Da fehlen noch ein paar. Okay. Hätte sein können. Dann machen wir mal... ups. Nee, warte. Ich mache nochmal 60 vielleicht. Da haben wir alles für da. Okay. Achso, du hast Weavern und Draconic verwechselt. Ja, passiert mir auch manchmal. Passt schon. Tjo. Dann kann der Kollege wieder arbeiten. Hier wird sowieso noch gearbeitet. Was hatte ich eingestellt? 100, ne? Ja, yep, genau. Ja, der Prozess wird ein Weilchen dauern. Wir sehen hier sogar die Zeit einigermaßen. Da kann man sich aber auch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Das sagen wir mal ungefähr 6 Minuten. Ein bisschen Elektrum, ja. Was haben wir denn jetzt an Diamanten eigentlich? 48, da kam einiges dazu. Sehr schön. Obsidian geht durch, dann machen wir mal eben Folgendes. Warte mal. Ich meine, das ist auch so eine Geschichte, die wir eigentlich automatisieren könnten. Allerdings müssten wir dann hier auch ein Level-Emitter hinbekommen, weil wir haben hier eine Obsidian-Kiste. Und wenn wir die leer machen, wird nachgefüllt. Natürlich gerade ein bisschen schneller, weil der noch Reserven hat. Das könnten wir rein theoretisch mal mit dem System verbinden, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Und die schmeißen wir direkt rein. Weil ich sag mal so, so oft brauchen wir Obsidian jetzt auch nicht, nur gerade für die Darksteel-Herstellung. Aber auch die wird ja dann irgendwann wieder weniger. Ups, das hat ja gut funktioniert. Ja, das ist wieder so eine Sache, ja. So. 2000 reicht erstmal. Okay, auch mit der Draconic-Rüstung hattest du Probleme beim Fliegen. Ja, Chunk-Loading ist ein absolutes Fail-Thema von FTB-Utilities, das stimmt. Ja, das klappt nämlich vorne und hinten nicht, ja. Na gut, Enderperlen haben wir noch genügend da. Ach genau, ich wollte die Mob-Farm wieder umbauen und zwar auf eine Witch. Die hatten wir hinten hingepackt, ne?
Da, genau. So, einmal Witch, weil wie gesagt, Blaze Rods haben wir bei weitem genug. Sollte auf jeden Fall die Produktion von Redstone und Glowstone wieder ein wenig steigern. So, ach halt, warte mal, bevor wir reingehen, eine Sache noch. Und zwar möchte ich heute trotzdem noch einen Punkt von der To-Do-Liste fertig machen. Nämlich die Crystal, also Flux-Crystal-Automatisierung. Dafür brauchen wir den neuen Kasten hier. Packen wir mal ein. Oh. Wo stellen wir das Ding mal am besten hin? Das ist eigentlich auch so eine Geschichte, die kann irgendwo mit rein. Nein, das System packe ich nicht mehr an. Lieber nicht. Wir brauchen ja an sich nicht viel Platz. Es ist ja halt nur ein Exportbus und ein Importbus im Prinzip. Oder ein Interface meine ich. Daher halb so wild. Ich schlag mal vor, wir setzen das Ding hier irgendwo ran. So, dann brauchen wir ein Interface. Ach so, der ist noch beschäftigt mit den anderen Dingern, ne? Oh oh. Ja, das dauert jetzt noch, glaube ich. Warte mal. Aha, sag ich ja. Die Endurium-Ingots, die brauchen ewig. Ja, halb so schlimm. Kriegen wir ein Interface so hin? Warte mal. Wir brauchen unbedingt mehr Crafting-Computer, aber das machen wir später. Ei, wir brauchen... ach da. Die Annihilation-Cores. Und er hat wieder rausgebackt. Zack. Na gut, eigentlich müsste es ja reichen mit dem Interface dann, ne? Achso, ME-Kabel, natürlich. Zum Glück haben wir so viele gebaut. Oh. Warte mal, ich nehme mal das Ding hier raus hier. Dieses Gerüst kommt ja sowieso wieder weg, weil das ist ja nur so ein Vorbau, um die Größe einschätzen zu können. So, der sollte ja jetzt Energie haben übers ME-System. Jetzt brauchen wir halt die Rezepte. Und dann haben wir im Prinzip hier diesen Flux-Crystal, genau. Ah ne, das ist das andere. Halt, warte, nee, ich wollte die Pure machen, stimmt. Das mit der Flux-Geschichte geht ein bisschen anders, da brauchen wir Wasser für. Nee, aber das hier wollten wir tun. Pure Zertus-Quarz einmal, das ist einmal, Zertus-Quarz, Dust und Sand. Nee, das ist ja auch das, hä? Aber das ist, nee, nee, passt schon, alles gut. Wir brauchen aber auf jeden Fall die Rezepte dafür, nämlich, Sand und Zertus-Quarz, Dust. Das kann er doch herstellen? Nee, kann er nicht. Okay. Oh, wir brauchen mehr Patterns. Ich cancel das mal. Da bauen wir nachher lieber noch einen Crafting-Computer und machen das dann. Wir brauchen mehr Patterns. Nein. Nether Quarz kennt ihr auch nicht, oder haben wir kein Nether Quarz? Doch. Okay, ich mache da mal einen Schwung von und dann machen wir auf da, auch davon noch ein Rezept. Ja, da hinten ist er. Achso, die gehen auch. Ja, okay. Ja, dann machen wir da alle rein. Passt schon. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal ein paar Patterns. Macht er da keinen Import von? Doch, ne? Achso, ich habe den Rest rausgenommen. Ja gut, okay. Nee, ich wollte eigentlich nur drei machen erstmal. Oder zwei von mir ist auch, ja. So. Dann Nether. Einer ergibt ein Dust. Nee. So. Dann tauschen wir die kurz durch.
Zerus-Quarz, genau. Löschen das raus. So, das sind die beiden für den, nee, warte mal, Flux können wir gleich mitmachen eigentlich, ne? Ja. Oder kann er das schon? Nee, auch das kann er nicht, okay. Gut, jetzt brauchen wir halt noch ein Pattern, aber das sollten wir jetzt eigentlich langsam mal hinbekommen. Yep. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch genügend Platz beim Pulverizer? Eigentlich schon, da ist ja nicht viel drin, ne? Jo. Wir werden so oder so früher oder später noch mehr von den Dingern bauen müssen, daher halb so wild. Achso. Pure Nether Quartz, ja, yeah, die machen wir auch mal mit. So, und Sand brauchen wir dafür. Ich brauche jetzt nur einen für das Rezept. Achso, Patterns. Können wir da jetzt endlich mal? Ja, siehst du, geht doch. Nee, das sind die Crafting-Rezepte. Moment, so. Einmal den und den. Dann haben wir den Kollegen. Und den dritten im Bunde. Sehr schön, hätten wir da die drei schon mal fertig soweit. Ja. So halt, warte, das machen wir hier drüber. Wir könnten auch rein theoretisch hier mit einem Exportbus in einer Crafting Cart arbeiten. Ob ich mich auch mit Industrial Craft 2 beschäftigen werde, also das ist wieder so ein Ding, das kommt wahrscheinlich dann gegen komplett Ende. Müssen wir mal schauen. Also Interesse schon, da wurde ja auch viel gemacht an dem Ding, aber ich glaube, das Teil ist immer noch hart verbuggt, wie alles andere hier auch, deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja, geht schon. Ne, wir packen hier jetzt mal die Rezepte rein. Und zwar, haben wir noch Platz? Oh, wir haben da ein kleines Problem. Okay, warte. Das lösen wir. Wir brauchen Molecular Assembler. 4 Stück. Wir brauchen gleich danach noch ein Interface. Wie sieht's aus? Fertig? Okay. Echt? Ein Interface. So, dann haben wir die schon mal. Und so langsam wird das hier mit dieser Leitung sportlich. Da werden wir mal gucken, dass wir vielleicht demnächst mal diesen Autocrafting-Strang auftrennen oder halt eine Smart-Cable oder den dickere eine Dense-Cable hinlegen. Aber ich hoffe mal, dass es für den einen jetzt noch reicht. Mal sehen. Machen wir mal dahin. Ja, das scheint noch zu funktionieren. Vermutlich. Genau, dann kann das nämlich schon mal hergestellt werden. Sehr gut. Das kann rein. So, warte mal kurz. Craftable brauchen wir. Und da haben wir jetzt hier diese Kollegen. Mach mir da mal einen von. Und davon am besten auch. Und von dem Kollegen hier natürlich auch. Gut, scheint zu gehen. Stored Craftable. Genau, da haben wir sie. Jetzt brauchen wir nämlich nochmal eben den Kollegen hier.